Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Max, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Und heute, ihr habt es schon am Titel gelesen, es klingt erst ein bisschen komisch und auch ein bisschen weit hergeholt, aber wir werden heute mal über die Thematik sprechen, beziehungsweise werde ich euch mal die Thematik zeigen, inwiefern Wermut vielleicht einen gewissen Plan mit Mary verfolgt, mit eben dieser Verjüngung verfolgt, beziehungsweise dem Treffen damals in London, wo Mary durch Wermut geschrumpft worden ist, weil halt eben Wermut Mary das Apoptoxin 4869 eben verabreicht hat per Kuss. Und ja, es gibt dort einige Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich etwas komisch finde, beziehungsweise gerade mit den Spoilern zu Kapitel 1050, die wir erhalten haben, sind da für mich jetzt ein paar Ungereimtheiten mit dabei, inwiefern jetzt Wermut da wirklich diesen Plan mit der Tötung von Mary ernst gemeint hatte. Aber dafür, beziehungsweise bevor wir erstmal zu der Endthese kommen, bauen wir natürlich das Ganze erst einmal auf und ich werde euch erklären, inwiefern ich mir wie gesagt vorstellen kann, dass Wermut mit der Verabreichung des Apoptoxin 4869 an Mary eben einen Plan verfolgt, beziehungsweise was daran ein bisschen komisch ist. Und da starten wir dann direkt rein eben mit den Spoilern, die wir zu Kapitel 1050 erhalten haben. Und zwar sehen wir dort, dass Mary bei Marzmir im Hotelzimmer sitzt. Das Ganze haben wir am Ende ja von Kapitel 1049 auch schon gesehen. Mary wurde eben durch das Apoptoxin geschrumpft, beziehungsweise sie wurde verjüngt. Dann ist sie zu dem Hotel zurückgegangen, wo Marzmir auf sie gewartet hatte. Die beiden hatten dann kurz einen Austausch und Marzmir hat dann halt eben auch gecheckt, okay, das ist meine Mutter, die hier vor mir steht. Die beiden gehen also dann in eben das Zimmer rein, in das Hotelzimmer. Und ja, dann kommt es eben dazu in Kapitel 1050, dass eben der Fernseher an ist und Mary und Marzmir sehen in dem Fernseher Conan Edogawa. Conan Edogawa im Fernsehen in London, was hat das denn zu bedeuten? Was hat ein Conan Edogawa im Fernsehen von England zu suchen? Und hier müssen wir ganz, ganz weit zurückspringen, beziehungsweise schon einige Kapitel, denn dieses Ereignis, ja, das Ereignis, wo Mary das Apoptoxin verabreicht worden ist, wo sie eben in London war mit Marzmir, das hat zeitgleich stattgefunden zu eben dem London-Fall von damals, wo am Ende dann ja auch Shinichiran die Liebe gestanden hat, ja, vor dem Big Ben. Das heißt, diese beiden Fälle, diese beiden Ereignisse waren zeitgleich, die haben beide gleichzeitig stattgefunden. Denn Conan war nämlich in Kapitel 749 im Fernsehen zu sehen, im Screen zu sehen, und zwar während Wimbledon. Wer sich daran nicht mehr zurückerinnern kann, die gute Minerva Glass, meine ich, hieß, die hat da ja eben Tennis gespielt und sie hat ja auch die ganze Zeit daran gebangt, dass Conan sich zeigt, dass sich Holmes hier zeigt und ihr hilft, denn es gab da ja eine sehr angespannte Situation. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Fall nochmal aufrollen. Auf jeden Fall schreit Conan dann eben aus der Zuschauerschaft halt eben, ich bin Holmes Schüler, und das sieht halt dann eben diese Minerva Glass, und eben weil das Ganze so eine Aufmerksamkeit erregt, sieht man Conan dann auf dem Screen, beziehungsweise Conan wird halt in dieser Wimbledon Live-Übertragung eben gezeigt, und das war dann der Punkt, den halt hier auch Mary und Marzmir sehen, und das Ganze hat wie gesagt dann stattgefunden, kurz nachdem das Apoptoxin 4869 eben verabreicht worden ist. Mega cool, äußerst interessant, dass diese beiden Ereignisse einfach gleichzeitig stattgefunden haben, und das ist jetzt dann auch der Punkt, beziehungsweise einfach der Grundstein eben meiner Annahme, beziehungsweise meiner Meinung, dass Wermut hier mit dem Apoptoxin 4869 und Mary irgendetwas vorhatte, wieder ihre eigenen Intentionen hier eine Rolle spielen, denn wir müssen uns mal vor Augen halten. Zu diesem Zeitpunkt, ja, wo Conan da in London ist, ist es schon einige Monate her, dass eben er das erste Mal auf Wermut getroffen ist, und Wermut hatte damals in Fall 82, ja, das ist Kapitel 287 bis 289, die Busentführung. Ihr könnt euch bestimmt alle daran erinnern, Bombenstimmung hieß, glaube ich, die Folge dazu. Dort hatte Wermut schon erkannt, wo sie noch als Areide verkleidet war, dass Conan Cool Guy ist. Und wen hat sie immer Cool Guy genannt? Shinichi Kudo. Heißt, sie wusste damals schon, dass Conan Shinichi ist, dass eben Conan die verjüngte Person, die geschrumpfte Person Shinichi Kudo ist. Und das ist schon einige Monate eben vor London gewesen. Ja, eine weitere Aussage von Wermut hatten wir dann noch in Kapitel 955, wo eben dieser Asaka-Fall da ein bisschen durchleuchtet wird von diesem Sänger, meine ich, der irgendeinen Song da geschrieben hat. So, auf jeden Fall hat Wermut dort gesagt, der Highschool-Junge, der durch die Droge geschrumpft ist, Kudo Shinichi. Ihr könnt das, wie gesagt, in Kapitel 955 nochmal nachverfolgen. Das heißt, wir wissen ja schon längst bestätigt, dass Wermut eben weiß, dass Conan Shinichi ist. Und hier in Kapitel 955 sagt sie dann ja auch noch die Aussage, der Highschool-Junge, der durch die Droge geschrumpft wurde. Das heißt, sie weiß hier auch, dass das Apoptoxin 4869 für diese Schrumpfung, für diese Verjüngung verantwortlich ist. Und jetzt kommt eben der Punkt, was mich halt hier so ein bisschen verdutzt, beziehungsweise ich mir die Frage stelle, okay, Wermut wusste dann also auch schon zu dem Zeitpunkt in London, dass das Apoptoxin nicht hundertprozentig tötet. Ja, sie wusste das ja, weil sie halt eben weiß, okay, Ai Haibara ist durch das Apoptoxin 4869 verjüngt worden und Conan ist durch das Apoptoxin 4869 verjüngt worden. Und trotz dessen verabreicht sie jetzt hier Mary das Gift auf dieser Vauxhall Bridge, wie auch immer man die aussieht.
aussprichst. Auf jeden Fall, sie hat hier das Gift hier verabreicht und hatte eigentlich auch gesagt, wenn ich das MI6 jetzt nicht unterwandern kann, dann nehme ich wenigstens mein anderes Ziel in die Hand, und zwar dich zu töten, Mary Akai, und dann verabreicht sie ihr ja eben das Apoptoxin 4869, und das ist einfach jetzt so ein Ding, da stellen sich mir einfach Fragezeichen auf. Ist Wermut dumm? Nein, das glaube ich nicht. Wermut ist nicht dumm. Wermut weiß halt eben von der Wirkung des Apoptoxin 4869, dass dieses Mittel eben halt auch verjüngen kann, beziehungsweise halt einfach keine hundertprozentige Tötungsquote hat. Und daher ist das hier für mich einfach ein offenes Fragezeichen. Wieso sollte Wermut dann hier Mary das Apoptoxin 4869 verabreichen? Ich meine, ein einfacher Schuss, ein Kopfschuss hätte es natürlich auch getan. Klar, es ist auffällig in so einer Stadt wie London, natürlich auch vom MI6, aber dann hätte man sich auch einfach noch woanders hinbewegen können, bevor eben das Ganze dann da passiert, beziehungsweise das Treffen vielleicht auch woanders hin noch hätte verlegen können. Man weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern das Ganze möglich gewesen wäre, aber es macht halt wenig Sinn so. Deswegen, ich stelle mir hier die Frage, warum will Wermut dann Mary hier mit dem Apoptoxin 4869 töten, wenn sie eben weiß, dass das Apoptoxin nicht hundertprozentig tötet? Und was mich hier dann auch nochmal ein bisschen verwundert hat, beziehungsweise dieser ganzen Nummer nochmal ein bisschen in die Karten spielt, ist die Reaktion von Wermut in Kapitel 1049, wo Mary eben, nachdem ihr das Apoptoxin verabreicht worden ist, ins Wasser fällt, ja in die Themse fällt, sie fällt ja die Brücke runter, da schaut Wermut richtig geschockt fast schon darunter. Sie hat auch schon so eine leichte Schweißperle eingezeichnet bekommen von Gosho Aoyama, und das ist schon mal ein Zeichen. Das heißt, sie ist in der Situation wirklich ein wenig geschockt. Und was jetzt hier dann für mich eigentlich so der Schluss ist, ja, der Schluss, der hier bleibt, nachdem wir uns diese ganze Szene so angeschaut haben, ist der Schluss, dass ich mir vorstellen kann, dass Wermut Mary nicht töten wollte. Dass sie nicht wollte, dass Mary stirbt, und deswegen auch dann halt eben diese Reaktion, als sie in die Themse fällt, als Mary in die Themse fällt, diese geschockte Reaktion, weil das ja wirklich dann lebensbedrohlich ist. Denn Wermut weiß ja nicht, inwiefern sich das Gift vielleicht beim Anwender wirklich auswirkt, ja, was da erst passiert, bevor die Person eben verjüngt wird. Und ich kann mir halt, wie gesagt, gut vorstellen, dass Wermut den Befehl bekommen hat, von Anokata zum Beispiel, von Rum, Mary aus dem Weg zu schaffen. Aber sie wollte es eben nicht tun, sie wollte Mary nicht töten, denn vielleicht ist sie ja auf der Suche nach weiteren silbernen Kugeln, denn wir wissen ja, Wermut hat ihre eigenen Ziele, und in irgendeiner Art und Weise will sie die schwarze Organisation ja auch fallen lassen, denn sonst würde sie Conan, Ai Haibara und alle verraten. Aber sie möchte eben, dass das eben nicht passiert, dass die auffliegen. Das heißt, sie will in irgendeiner Art und Weise, auch wenn sie für die Organisation handelt, die Organisation zum Fallen bringen. Und vielleicht ist Mary hier ein entscheidender Punkt, dass sie Mary nicht töten möchte, beziehungsweise irgendwelche Beweggründe hat, Mary am Leben zu lassen, und deswegen ihr das Apoptoxin 4869 verabreicht hatte, um halt eben für die Augen der schwarzen Organisation Mary sterben zu lassen. Denn da waren ja noch zwei Agenten der schwarzen Organisation mit dabei, aber eigentlich wusste Wermut dann hier, okay, Mary überlebt das Ganze. Denn wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, das ist parallel zum London-Fall, das ist ja bestätigt in Kapitel 1050, wusste Wermut schon, dass das Mittel, das Apoptoxin 4869, Leute schrumpft bzw. verjüngt. Das heißt, sie wird hier die Auswirkungen eben gekannt haben, bzw. die potenzielle Möglichkeit, dass Mary das Ganze überlebt. Und deswegen ist das nicht die perfekte Methode, um Mary umzubringen. Und deswegen muss sie sich irgendwelche Gedanken dabei gemacht haben. Und daher denke ich eben, dass Wermut in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall einen Plan mit Mary verfolgt, und dass das Ganze eben halt auch sein könnte, dass sie halt von Anfang an Mary nicht töten wollte, weil es passt hier einfach dann, wie gesagt, so rein. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, dieses Thema, denn das ist jetzt schon wieder sehr, sehr viel Spekulation eigentlich, aber wenn wir uns mal die Grundlage anschauen, ja, die Grundlage eben, die damals bei dem Treffen da eben vorhanden war, welches Wissen Wermut hatte über die Droge und welche Auswirkungen eben das Apoptoxin haben kann, dann sieht man hier einfach, beziehungsweise sehe ich halt einfach wirklich dann eben den Ansatz, beziehungsweise die Möglichkeit, dass Wermut hier mit irgendetwas vorhat, dass sie wieder ihre eigenen Ziele verfolgt und dass Mary in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall in ihrem Plan, in Wermuts Plan eine Rolle spielt, beziehungsweise halt einfach nicht hätte sterben sollen an diesem jenen Tag. So viel von mir zu diesem Thema. Was haltet ihr davon? Ich weiß, wie gesagt, es ist etwas kritisch, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt. Aber ich fand den Gedankengang ganz interessant, den ich hatte, als ich jetzt mir nochmal die Spoiler angeschaut habe. Und deswegen frage ich euch, was ist eure Meinung dazu? Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und damit würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn ihr denn wollt. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao.